Nimm dir einen Moment und finde dein Zentrum. Atme ein werde dir deines Atems gewahr und atme aus und entspanne. Es ist Zeit, dich von deiner Zukunftsvision finden zu lassen. Anstelle von den Erinnerungen der Vergangenheit und um dich in einen neuen Seinsstatus zu begeben. Dir gewahr werden des Raums zwischen deinen Ohren im Raum im Raum in das Zentrum deiner Kehle lenken. Im Raum und kannst du den Raum jenseits deiner Ohren spüren im Raum. Und kannst du dir der Energie des Raums deiner Kehle gewahr werden, jenseits deines Halses im Raum. Und nun kannst du deine Aufmerksamkeit auf den Raum hinter deinem Brustbein halten im Raum. Und nun kannst du den Raum fühlen zwischen deinen Schultern und dem Raum, in dem du bist, im Raum.
und kannst du dir gewahr werden, dass du dir vollkommen gewahr bist im Raum. Und nun, was war das für eine Vision von der Zukunft, die dich erwartet und die durch die Absicht bestimmt wird? Suche nach dem Potenzial, welches bereits existiert im Feld. Und erlaube der internen Vorstellung, dort zu sein, wo dein Kopf ist. Investiere deine Energie in die Zukunft und lass die Gedanken zur Erfahrung werden. Emotionen kreieren. Und kannst du deinem Körper emotional zeigen, wie diese Zukunft sich anfühlt? Und bewege dich in einen neuen Seinszustand. Öffne dein Herz und lass deinen Körper auf einen neuen Mind antworten. Und es ist Zeit, in diese Zukunft einzutreten. Jetzt. Welche Entscheidungen willst du heute treffen? Welche Dinge willst du tun? Welche Erfahrungen erwarten dich? Und wie fühlen sie sich an?
diese Zukunft vor. Es an der Zeit, dich selbst zu erinnern, wer du nicht länger sein möchtest. Welche Gedanken die dir bewusst werden, werden niemals mehr durch dein Gewahrsein schlüpfen. Heute. Welche Entscheidungen willst du nicht treffen? Welches Verhalten willst du nicht mehr länger demonstrieren? Von welchen Erfahrungen willst du dich fernhalten und welche Emotionen und Gefühle willst du nicht länger empfangen? Solche, die dich gemäß deinem bekannten Selbst fühlen lassen. Werde zum Beobachter von einem höheren Level des Minds. Thank you.
Und nun, schlussendlich, ist es einmal mehr Zeit, die Energie in die Zukunft zu investieren, um eine klare Absicht mit einer erhöhten Emotion zu kombinieren. Komm und öffne dein Herz und ändere deine Energie. Und wenn du die Energie änderst, änderst du dein Leben. Was immer auch du in das Feld sendest, es ist dein Experiment mit dem Schicksal. Durch eine Vision der Zukunft definiert zu werden, anstelle durch eine Erinnerung der Vergangenheit, bedeutet, dass du vor deiner Zeit bist. Und nimm deine Hand und lege sie auf dein Herz und für einen Moment nimm einen Atemzug. Und danke für ein neues Leben. Und sei freundlich und fürsorglich für deine wunderschöne Seele. Desto näher ziehst du dein neues Leben zu dir. Und wenn du heute der heiligen Kraft begegnet bist und mit ihr in Kontakt treten konntest, dann frage nach
Wahrzeichen dieser liebenden Intelligenz, dass sie dir auf eine Weise dieses Zeichen zukommen lässt, die du nie erwarten würdest, die dich überrascht und die keinen Zweifel daran lässt, dass es von diesem Mind kommt und welches dich inspiriert, es immer und immer wieder zu tun. Und welches dich auf einem unerwarteten Weg erreicht. Und nun bringe dein Gewahrsein zurück zu einem neuen Körper, zu einer neuen Umgebung und zu einer völlig neuen Zeit.